Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer oder meiner ersten normalen Folge Castle Crush. Ich habe auf jeden Fall schon befunden, dass Castle Crush auf jeden Fall ein fester Teil meines Kanals mit werden wird. Denn die Streams liefen so unglaublich gut und das Spiel macht mir auch ziemlich großen Spaß. In den Streams haben wir in zwei Streams, ich glaube, einer war fast 3 Stunden, einer 2 Stunden, haben wir unglaubliche fast 150 Abonnenten gerockt. Das ist einfach mal krass und ist schon fast auf einem Niveau von deutlich größeren Abonnenten. Und dafür wollte ich auf jeden Fall nochmal Danke sagen. Danke für alle die bei Castle Crush so aktiv mit dabei waren in den Streams. Der nächste Stream wird wahrscheinlich Sonntag kommen, vielleicht auch schon Samstagabend. Ich muss mal schauen, wie ich das hinbekomme. Viele von euch wissen es, ich bin nebenbei ja Vollzeit beschäftigt. Es ist immer noch so, dass wir mega viele Anfragen auch im Clan haben. Das Problem dabei ist nur, dass wir einfach keine Plätze mehr frei haben. Und deswegen kann ich da leider gar nichts mehr machen. Der Clan ist randvoll. Und das tut mir auch leid für die ganzen, die hier noch angefragt haben. Aber ja gut, was sollen wir machen? Der Clan ist halt voll. Für diejenigen, die hier drin sind, eine kleine Info. Bitte immer Karten anfragen und immer Karten spenden, wenn es geht. Es ist eine Win-Win-Situation. Man sollte immer spenden, um auch Gold zu kriegen, ne? Und Erfahrung. Und man sollte immer anfragen, um selber Karten zu kriegen, die man vielleicht braucht. So, ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal diese Piratenbraut anfragen. Denn wenn ich die jetzt nochmal kriege, dann kann ich die auf Stufe 3 bringen. Ich habe die gestern erst auf Stufe 2 gebracht, glaube ich. Also das war noch schon außerhalb des Videos. Außerdem habe ich gestern Glück gehabt und eine epische Karte gezogen. Ich glaube, das ist relativ selten, die so zu ziehen. Somit habe ich mega Luck, denn ich kann den Magier auf 2 bringen. Das kostet auch schon 400. Das ist so vergleichbar mit der Stufe 6 beim Golem. Der kostet auch 400. Kann ich aktuell noch gar nicht bezahlen. Aber gleich, denn wir werden jetzt eben ein paar Truhen öffnen. Und zwar öffnen wir einmal die Silberkiste. Oh, guck mal, hier haben wir wieder eine seltene. Eine neue seltene Karte, der Ballista, freigeschaltet. Auch nicht schlecht. Dann haben wir Skelette 2 bekommen und neue gewöhnliche Karte freigeschaltet, die Pfeile. Ich weiß nicht, wie viel die kosten, aber die werden es bestimmt auch bringen. Und jetzt hätten wir hier nämlich auch schon genug, eine unserer Karten zu verbessern. Dann öffnen wir nochmal die Gratistruhe. Also wir werden alle Truhen in dieser Folge öffnen, habe ich schon entschieden. Und morgen für den Stream werde ich dann neue vorbereiten. 32 Gold, das ist vor allem sehr, sehr nice. Ich habe das Gefühl, man muss hier deutlich weniger Truhen öffnen, um seine Karten aufwerten zu können. Als zum Beispiel bei Clash Royale der Fall ist. Bei Clash Royale habe ich immer das Gefühl gehabt, man kommt überhaupt nicht voran, es dauert Jahre, bis man endlich seine Karten aufwerten kann. Hier geht es, finde ich, einigermaßen. Ich weiß nicht, was das Max-Level ist. Falls ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Und jetzt öffnen wir nochmal die Goldtruhe hier. Zack. Zack. 6 Bomben. Damit könnten wir die Bomben auch nochmal verbessern. Und den Ballista können wir auch verbessern. Ich glaube, der Ballista wäre sogar einer fürs Deck. Und dann die weitere seltene Truhe, die wir noch haben. Hier nochmal der Zwerg und noch zweimal die Pfeile. Und auch nochmal fast 30 Gold. Und jetzt kommt die Siegeskiste. Die ist eigentlich die krasseste Kiste. Zack. Da haben wir 4-mal den Ballista. Komischerweise ist der eine von eben gar nicht dazugekommen. Wurde jedenfalls nicht angezeigt. 15-mal die Bombe. Und 16-mal den Golem. Also den Golem kriegen wir echt in den Arsch gescheckt. So, jetzt wollen wir auf jeden Fall nochmal eben kaufen. Einmal den hier. Und 3-mal die Bombe. So, das kann man so machen.
Und wen werten wir jetzt auf? Was sollen wir aufwerten? Die Pfeile sind relativ billig, haben einen ganz guten Effekt. Das könnte man natürlich durchaus bringen. Aber den Pfeilen wird nicht die richtige Menge angezeigt. Wir hatten viel mehr. Habt ihr das gecheckt? Ich hatte doch viel mehr Pfeile bekommen. Als nur so wenig. Voll der Fail. Wir können gleich... Das ist mysteriös. Wie viel kostet der hier im Upgrade? Jo, den können wir auch machen. Den Ballista. Den können wir sogar zweimal upgraden. Ich glaube nämlich, der würde es in unserem Deck ganz gut bringen. So. Haben wir den auch nochmal. Zack. Und jetzt überlege ich halt. Ich bin am Überlegen. Soll ich den Magier machen? Oder soll ich den... den Goli machen? Was bringt das beim Goli? Ja, der ist natürlich dann schon ziemlich krass. Ich glaube, der wäre halt in Kombination mit der Ballista ganz schön krass. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich glaube, ein 5er Golem ist schon... ein 6er Golem wäre schon ganz schön heftig. Aber egal, wir machen den Magier. Bringen wir mal den Magier ein Level höher. Und... jo, damit sind wir auch schon fast auf Level 4. Aber auch nur fast. Warte mal, das können wir eben noch machen. Indem wir noch einmal die Bombe upgraden. Dann sind wir auf Level 4. Was auch immer uns das bringt. So, Burg Level 4. Ja, nochmal ein bisschen mehr Burgleben. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Und dann gehen wir mal auf in die Schlacht. Ein paar Runden können wir noch machen. Ach, warte. Nein. Verdammt, ich wollte doch mein Deck noch umbauen. Nein. Und ich habe einen richtig schlechten Start. Seht ihr das? Voll Grotten. So, schicken wir da nochmal so einen dazu. Ja, Mann. Besiegt. Und jetzt ein Goli hinterher. Und hinter den Goli die Piratenbraut. Das ist ja... ist nicht jetzt direkt unsere Killer-Kombi, aber es ist auch eine gute Kombination. So, in der Mitte dann nochmal... ein Magier... ja, Mann. So, der Magier zieht durch. Top Lane. Na, kriegen wir ihn down? Nee. Schade. So, oben schicken wir dann mal den. Alter. Ach so, ich Idiot. Ja, gegen ihn war das natürlich ein bisschen dumm. Oben war das natürlich ein bisschen dumm, dass ich da den... Alter, der hat schon Level 2er. Der schwarze Ritter. Na, der kam nicht mehr so gut. So, haben wir die verbrannt. Goli mit Bogi. Jetzt ziehen wir nochmal eine Karte. Ah, oben brauche ich ein Feuer. Ja, werden wir es mal so machen. Nein, fuck. Das war nicht gut. Nein, das ist oben gerade richtig bitter.
Guckt euch das an, wie ich gegen den schwarzen Ritter da einfach in der Mitte nicht ankomme. Er hat halt schon Stufe 2 schwarzen Ritter. Der ist zu heftig. Guckt euch das an. Allein 300 Schaden. Der stand alleine an meiner Base. Der stand alleine an meiner Base und macht 300 Schaden. What the fuck? Hier verschenke ich nochmal ein paar Karten. Wir wollen ein bisschen Gold kriegen, damit wir auch den Golem auf die nächste Stufe bringen können. Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, die scheiß Ballista reinzunehmen. Fuck. Egal. Machen wir dann für die nächste Folge. So. Da schicken wir nochmal einen Zwerg mit. Jo, Zwerg direkt weggesprengt. So, auf allen Lanes. Ah, oh, scheiße. So, komm, hau den Magier raus. Nein! Komm jetzt. Ja, der Dämon war schon wieder krass. Kriegen wir nochmal eine Karte oder was? Alter. Jo, was geht denn ab, ey? Komm, es geht nur der. Es geht nur der. Alles andere macht gerade keinen Sinn. Der muss sie weghauen. Nein, warum? Warum wurden die nicht erwischt? Ätzend, ey. So, jetzt werden alle Lanes bedient. So, noch eine Karte ziehen. Und hier oben pushen wir auch nochmal mit denen durch. Und nochmal eine Karte ziehen. So. So, hauen wir hier nochmal was raus. Komm, zieh durch! Oben, push die Bottom Lane. Alle Lanes müssen bedient werden. Yo! Da haben wir nochmal einen Sieg. Da haben wir uns die nächste Truhe geangelt. Und ich verschiebe hier schon mein Bild. Naja, Leute. Vor Aufregung verschiebe ich hier erstmal das Bild. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Castle Crush sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.